Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind eins, wer ist wir? Der Leo und neben mir alles, Level 16. Wir sind eins. Mach uns wieder geil. Neben mir der Lukas als Love Entertainment. Boah. Es war angespielt auf König der Löwen. Wir sind zwei. Eins. Okay, den habe ich nicht gesehen. Aber ich hatte nur das Hörspiel und selbst das habe ich nie ganz gehört. Den Einser hast du geschaut? Natürlich, mehrfach. Ich überspringe aber über die Stelle, wo Mufasa spielt. Echt? Ja. Weißt, ich sitze dann immer daneben. Nimm es wie ein Mann. Ich sitze immer daneben. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Nee, genau, deshalb überspringe ich die Stelle immer. Das ist echt traurig. Okay. Die ist mega traurig. Pariser Geschichtenkanalratte. Hast du mich gerade beleidigt? Nein. Pariser Geschichtenkanalratte. Das klingt nach einer ganz komischen Sexfantasie. Was? Pariser Geschichtenkanalratte. Oh mein Gott. Oh. Hey, war der gut oder war der gut? Der war unterirdisch. Nein. Ich habe eine goldene Kiste gesehen. Was? Ich mag goldene Kisten. Gold. Ich will da ein Kostüm endlich mal drin haben. Clownskostüm. Yeah. Ich glaube hier. Die kenne ich sogar. Habe ich die nicht schon mal geöffnet hier? Weiß ich nicht. Déjà vu. In Paris. Tada! Wirklich. Hä? Wieso hat er das jetzt gemacht? Wow, hat er eine Reichweite. Lalalala. Hast du mich deine Beine, ja? Oh, Fenster! Ja, das ist... Au! Oh, toll! Vom Regen in die Traufe. Oh, das war auch nicht viel besser. Da unten durch unten. Ah, das geht gar nicht. Seh dich! Nee. Aha. Wie gut. Seh dich! Oh, verdammt. Lass mich doch klettern! Vorsicht! Ich glaube, die zwei kannst du noch platt machen. Okay, ich glaube, im Großen und Ganzen sind es mehr als zwei. Und stirb, mein Freund. Mhm. Aber schnell, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, kletter, mein Freund. Kletter! Nächstes Fenster. Fenster. Nächste Traufe. Hey! Jetzt geschafft. Ich glaube, wir sind in der Bastille. Ja. Ich hab das Gefühl, wir sind in der Bastille. Ah, ja. Vergiss es. Hui! Aha. So, wie kommen wir hier? Hat er gut gemacht. Ah, ich will raus hier. Hi. Wen haben wir denn da? Ah, ich will's gar nicht wissen. Hausgast. Ah, verdammt. So wird's zur Kanalrate, guck mal. Eine. Verdammt! Boah, da würde ich mal nicht unten durchrutschen wollen. Wenn es um dein Leben geht, schon. Hi. Wollte nicht stören. Ich renne hier nur durch. 9111. Ich bin hier nur am Durchrennen. 111. Ha, Licht. Licht ist immer gut. Das Licht hat er am Ende des Tunnels. Oh, sagt der Optimist. Ja, tatsächlich. Hm, sagt der Pessimist, das ist dunkel im Tunnel. Was? Nee, der Realist sagt dann, das ist ein Zug. Ja. Was sagt der Pessimist? Der Pessimist sagt nicht sie, das Licht am Ende des Tunnels, sondern sie, das Dunkel im Tunnel. Und der Realist sagt dann, das, was wir gerade hatten, sie, ein Zug. Im Tunnel. So. Schauen wir mal, wo ist denn unsere Hauptmission? Und so. Aha. Okay. Schnellreise. Mhm. Gibt's auch eine langsame Reise? Ja, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Das dauert so lang. Ja. Weil sie langsam ist. Verstehst du, Lukas? Geschwindigkeitskonzept. Zeitspar. Ich war schon immer schlecht in Physik. Physik. Mhm. Aber ich fand es immer super interessant, aber ich konnte mir die ganzen Formeln nicht merken und ich habe nicht ganz verstanden, wie man sie wo anwendet. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist Magie ist Physik durchwollen.
What? Hast du gerade aus Del Damagia zitiert oder was war das? Nein. Oder abgeleitet aus dem Film, weil das war ja so ähnlich da. Echt? Mhm. Magie? Duell der Magier, ja, ja. Oder was hab ich gesagt? Magie. Ich hab Del der Magier verstanden. Achso, nee, Duell der Magier. Ich dachte, Del der Magier? Wer war Del nochmal? Del war ein PC? Ich wollte gerade sagen, magische Computerteile-Zusammenstellung. Für mich ist das auch Magie. Der Jakobiner-Club. Sequenz 6, Erinnerung 1. Wir werden Teil eines Clubs. Ja. Oder nicht? Ja. Oder machen wir einen kaputt? Oder schleusen wir einen Spion dort ein? Oder? Oder trinken wir einfach nur gemütlich was mit denen? Oder trinken wir gemütlich aus denen? Oder wir speichern. Oder so. Ich dachte, da kommt jetzt eine längere Cutscene, aber vielleicht verbirgt sie sich hinter diesem Lade-Helix-Zeichen. Doppelhelix. Nein, das ist ja das Zeichen von Helix. Naja, aber es sind zwei Teile, deshalb habe ich das Doppelhelix gesagt. Nein, aber das komplette Zeichen. Ich weiß. Helix. Get your facts right. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Credo. Den Rat nochmal umgehen. Ihr neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Ja, mein Meister. What is thy bidding, my master? Und so, ne? Ja, ja. Das finde ich sehr schön. Auf Englisch haben sie es nämlich in dieses Altenglisch. Alles in Ordnung, mein Freund? Den Text. Ja, es ist ja auch in einer Galaxie, in einer weit, weit entfernten, vor einer langen Zeit. In einer weit entfernten Galaxie. Was auch schön ist an Star Wars, was mir letztens aufgefallen ist, was ich jetzt nur ganz kurz anschneiden will, ist, Star Wars ist eigentlich ein Film von riesen Kolonien, von Planeten, wo es dann vielleicht drei Städte auf dem Planeten gibt. Das ist ja nicht komplett, nee, die Planeten sind nicht komplett bewohnt, das sind nur wenigsten, das sind nur die im inneren Kreis, wie Coruscant zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, Coruscant. Ist fast komplett bewohnt, beziehungsweise komplett bebaut. Mhm. Ich meine, da gibt es natürlich dann das genau ganz krasse Gegenteil, ich wechsle gleich das Thema, Tatooine.
Tatooine hat drei große Städte. Aber das ist ja genau das ist dieser krasse Gegensatz. Genau. Also viele Nomaden, viele so einzelne Unterschlüpfe sozusagen. Genau. Und eben die größeren Städte, aber das war's dann schon wieder. Genau. So. Na, größere Städte nicht. Achso, die größeren Städte auf Tatooine. Ja, genau. Und im Gegensatz zu den vereinzelten Bauern. Genau. Paris! Genau. War nie eine Kolonie. War. Vielleicht irgendwann. Wer aber weiß. Es geht sehr weit zurück, vor der Schrift. Auf jeden Fall. Paris war schon immer eine Großstadt. Der hat auch schon immer den Eiffelturm. Nein, naja, Großstadt war es nicht immer. Der hat auch schon immer den Eiffelturm, ich bin mir ganz sicher. Der steht ja seit 400 BC. Bevor Christus. Ja, genau. Before Christ. Wie ist es dann auf BBC? BC. Und AD, gell? AD, genau. Was ist dann AD? Ach, Death? Nach dem Tode. Irgendwas Domine. Annus Dominum. Ah, ja, klar, im Jahre des Herrn. Genau. Ups. Das hier ist mir sofort! Jahre des Herrn. Annum Domine. Annum. Annum, glaube ich, ist lateinisch für Jahr. Annus Domine. Das ist scheiße. Ah. Das war für ein Arsch. Annum Domine. Eieiei. Das tut ja fast schon weh. Ich weiß es nicht. Pariser Geschichten und so. Keine Ahnung. Hui! Wir haben heute wieder gute Laune. Ja. Mal wieder. Ja, ich bin immer noch am Controller. Ich sollte ihn eigentlich dem Lukas mal abgeben. Ah, nee, mach du ruhig. Ich meine, ich schaue ja selber in meiner Freizeit Let's Plays. Und hier darf ich auch noch mitreden. Oh, wie geil ist das Wahnsinn. Denn? Wahnsinn. Ja. Ja, doch, voll. Ja, okay. Keine Angst, wenn Stealth-Missionen kommen, darfst du wieder ran. Yes! Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Es ist sehr schön, so eine Jahreszeit sein. Bringt ihn nach oben! Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich es dir geben soll. Ob ich den Controller dir geben soll. Nein! Verdammt! Ich wollte nicht mehr. Ja, bitte. Probier du mal. Was war nochmal? L2 ist Schleichen. Genau. Hopp. Genau. Und wenn du L2 und X drückst, gehst du in die Deckung, in die Nahe. Okay, so. Pass auf. Da hinten steht einer, da steht einer. Wir sind Zugang da hinten. Nicht so geil. Von da aus kommen wir besser ran. Dann machen wir das doch. Hoho. Oho. Ach ja, was meine Planung für Assassin's Creed zukünftig ist. Es ist heute die Meldung gekommen, dass 2016 kein Assassin's Creed rauskommen wird. Hä? Also kein Hauptspiel. Es kommt am 12. Januar und dann irgendwann im Februar kommen die zwei Chronicles noch. Aber es kommt kein Hauptspiel mehr und 2017 gibt es ein Reboot angeblich in Ägypten. Ein was? Ein Reboot? Ein Reboot, ja. Okay. Also man entfernt sich anscheinend komplett von der Desmond Miles Geschichte. Okay. Und geht halt Richtung Ägypten. Und das soll mehr an The Witcher erinnern. Also so The Witcher-isch gehen, scheinbar. Das Find ist das, was ich gelesen habe. Ein interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz, ja. Wie ist der Dode? Solange sie die Zukunftsgeschichte wieder komplett aufnehmen. Das fände ich eigentlich auch ganz cool, wenn sie. Das ist halt wichtig. Das Problem ist, ich finde, sie haben es teilweise ein bisschen langweilig gestaltet. Obwohl ich das Teil 3, ja. Wie war nochmal Zielen? L1. Ja genau, L1 und wie dann R2. Und R2 loslassen zum Schießen. Weißt du was, aber dann nehme ich vielleicht doch lieber Berserkerklingen. Ich glaube, das ist mir mehr von Nutzen. Dreieck ist Adlerauge, falls du benutzen willst. Den hatte ich vorher schon benutzt. Ich versuche noch... Ein bisschen cooler. Wir haben hier leider keinen schönen Zugang, das heißt, wir halten uns daran, würde ich vorschlagen. Genau. Wenn du jetzt nur L1 antippst, dann machst du einen Reflexschuss. So. Das heißt. Genau. Du musst ihn nicht wieder zielen und er trifft.
in meinem Kopf. Ist das der einzige da? Nee, da. Nee, da vorne sind noch zwei, deshalb habe ich den Berserkerpfeil. Ja. Geld. Ich würde trotzdem rumschleichen, weil wenn sie dich sehen, greifen sie dich trotzdem an. Nein, nicht da lang. Ja, das Klettern ist gewöhnungsbedürftig, aber ja, wenn man es kann, dann ist es... Also wenn man drin ist, dann ist doch fein. Glaube ich auch sofort... Ups, was ist denn da los? Da ist, Wachen. Ja. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Oh. Ja, die haben beide Gewehre. Ich glaube, die musst du exekutieren. Aber von hinten? Scheiße! Was machst du? Ja, ich bin halt Stealth-Spieler. Schießen die sich? Du bist ein toller Stealth-Spieler. Was machen die da? Zielen. Aber worauf? Sie wissen nicht worauf. Können die bitte mal in eine andere Richtung schauen? Na! Geht doch einfach hin und macht. Geh oben drauf. Wir haben ja jetzt Doppelluftattentat. Ja, stimmt auch wieder. Ich kann nämlich sehen, wenn ich hier zu diesen. Ja. Ja. Die sehen dich sogar durch die Mauer da. So. Da willst du mich verarschen. So, warte einfach da oben. Hatte ich vor. Ach ja, genau, was ich geplant hatte für Assassin's Creed Videos. Das ist euch überrascht. Oh Gott, wo bist du? dass sie länger werden. Wenn Arkham Knight fertig ist, will ich halt vollen Fokus auf die Assassin's Creed Reihe legen, die dann fertig machen und danach wieder große andere Titel nehmen. Ah, okay. Jedenfalls zusammen mit dir, Lukas. Yay. Nougat! Nougat. So, Giftgasbomben, ne? Wir haben Giftgasbomben. Giftgasbomben.